White Rose. 36 Counts, 4 Seiten, keine Rücken und keine Restarts. Die Schritte. Beginn mit dem rechten Fuß einen Step nach vorne und mit dem linken als Touch dahinter. Das heißt, nur der Fußballen tippt hinter dem rechten auf. Mit dem linken geht es ein Behind oder ein Step Back nach hinten. Und mit dem rechten auch wieder ein Touch. Das heißt, der Fußballen tippt vor dem linken auf. Viele machen das auch wirklich als Cross. Das heißt also, der erste ist leicht hinter dem rechten. Und der zweite ist leicht vor dem linken. Aus dieser Position heraus, der linke ist belastet, der rechte ist frei, geht es ein Step-Block-Step mit rechts nach vorn. Das heißt, rechts hinten ransetzen, rechts nach vorn und der linke ein Brasch nach vorn. Und aus dieser Brasch-Position, auch mit dem linken Fuß, ein Step nach vorne, über die rechte Schulter ein halber Turn und das gleiche noch einmal, das heißt mit links erst wieder zu weit, erst nach vorne und dann über die rechte Schulter halb. Am Ende habt ihr das Gewicht auf dem rechten Fuß. Alternativ für die Leute, die sich nicht drehen möchten, nach dem Step, Block, Step, Brush einfach ein Rocking Chair mit links. Das heißt Rock, Step und Back, Rock. Und ihr kommt genauso wie alle anderen, die sich vielleicht gedreht haben, auf den rechten Fuß an. Ob gedreht oder nicht, mit dem linken ein Scissor Step, seit ransetzen und cross darüber, also der linke über den rechten. Und der letzte Count, das werdet ihr dann in der Erzählung sehen, ist ein Hold zusammen mit einem Clap. Dann geht es diagonal nach hinten, und zwar Step Touch, einmal mit rechts. Und einmal mit links. Es ist Step, Touch. Und während ihr den Touch macht, könnt ihr auch gerne einen Clap machen. Und das gleiche nochmal mit links. Und auch hier wieder ein Clap. Es geht nochmal mit dem rechten Fuß zurück. Und zwar ein Step, Block, Back. Rechts vorne ransetzen und rechts nochmal zurück. Und links einen Touch. Das heißt auch hier der Fußballen kommt neben den rechten, aber das Gewicht ist immer noch auf dem rechten Fuß. Es folgt eine Rumba-Box. Stellt euch ein Quadrat vor und wir laufen alle vier Ecken ab. Von seit unten, also der linken unteren Ecke, nach oben links, nach oben rechts und zurück. Schauen wir mal, wie das in Schritten aussieht. Mit dem linken geht es los. Seit, ransitzen und nach vorn. Die vier ist ein Hold. Jetzt hatten wir schon die linke untere und die linke obere. Fehlen noch die anderen beiden Ecken. Diesmal also mit rechts. Seit, ransetzen und der rechte zurück. Auch hier ist die 4 wieder der Hold. Gewicht ist immer noch auf rechts und links ist frei. Und es folgt ein Sailor Step mit einer Vierteldrehung über die linke Schulter. Anfängern ist wahrscheinlich der Coaster Step besser bekannt. Es ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, nur dass wir den linken Fuß vorher ein wenig als Halbkreis nach hinten schwingen müssen, um den Sailor Step zu erreichen. Das heißt, mit dem linken Fuß hinten, mit dem rechten ransetzen und mit dem linken nach vorn. Der Ablauf ist also ähnlich wie der Coaster Step. Ganz zum Schluss, last but not least, wir wollen ihn nicht unter den Tisch fallen lassen, ein Brush mit rechts. Und von diesem Brush aus geht es dann wieder von vorne los. Das heißt Step, Touch, Back, Touch. Das Ganze einmal mit Zählung. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4. Das Ganze einmal mit Musik. Gas was